Ich habe mich die ganze Zeit immer rumgedrückt um den Begriff des geht gegen unendlich. Also nehmen wir mal ein simples Beispiel, das Allersimpelste. Eigentlich nehmen wir mal diese Folge hier. Das ist einfach die Folge, die sieht so aus: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Nach dem, was wir definiert haben, konvergiert diese Folge nicht. Denn dass eine Folge konvergiert, bedeutet, es gibt einen Grenzwert. Das heißt, es gibt irgendeine Zahl, sodass fast alle Folgenglieder ganz dicht an dieser Zahl dran liegen. Und die gibt es ja hier nicht. Sagen Sie mir irgendeine Zahl und diese Zahl kann nicht der Grenzwert sein, weil diese Folge ja irgendwann quasi daran vorbeischießt. Ne? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel meinen, der Grenzwert wäre 42, ist er mit Sicherheit nicht, weil danach ja solche Werte wie 100, 1000, 10.000 kommen und die sind dann an der 42 vorbeigesaust. Und das gilt für jede Zahl. Also was offensichtlich ist, und das wird auch in jedem Mathebuch stehen, dass dieses Ding nicht konvergiert. Jetzt haben wir eine andere Folge gesehen, die Folge minus 1 hoch n. Das war ja diese Folge, die so aussah: 1, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1 und so weiter. Das ist auch eine Folge, die nicht konvergiert. Und wir hatten uns auch überlegt, dass es keinen Sinn ergibt zu sagen, sie konvergiert gegen 1 und minus 1, weil immer die Hälfte der Werte, also unendlich viele, nicht in diesem kleinen Teil um einen potenziellen Grenzwert liegen. Was aber uns irgendwie intuitiv klar ist, ist, dass die zwar beide nicht konvergieren, aber die Form der Divergenz eine unterschiedliche ist. In der zweiten Folge ist es so, dass sie tatsächlich hin und her springt und eigentlich gar nichts Schönes macht, während die erste Folge zwar nicht konvergiert, aber sowas wie eine erkennbare Richtung hat. Also man kann sagen, man sieht doch sozusagen, was die Folge macht. Sie wird immer größer. Und dafür gibt es einen Fachbegriff, das, was die erste Folge macht, das nennt man, diese Folge divergiert, das machen sie beide, aber die erste Folge divergiert bestimmt. Also man könnte auch sagen, sie divergiert mit einer bestimmten Richtung. Sie divergiert bestimmt gegen unendlich, sagt man. Dabei ist dieses Zeichen unendlich wirklich nur ein Symbol. Es ist immer, ich muss immer wieder darauf hinweisen, kommen Sie nicht auf die Idee, das als eine Zahl zu interpretieren. Ja? Also das ist nicht der Grenzwert der Folge, weil Grenzwerte Zahlen sind. Die Formulierung divergiert gegen unendlich bedeutet einfach, dass die Folgenwerte immer größer werden und über jede Grenze hinaus wachsen. Also Sie können das genau definieren, was es bedeutet. Also eine Folge an divergiert bestimmt gegen unendlich bedeutet, für jeden Wert, den Sie vorgeben, für jeden Wert, sagen wir mal c, den Sie sich ausdenken, gilt an ist größer als c für, und jetzt kommt es wieder, was Sie schon kennen, für fast alle n. Also eine Folge divergiert bestimmt gegen unendlich, wenn fast alle Folgenglieder größer als 1000 sind und fast alle Folgenglieder größer als 10.000 und fast alle Folgenglieder größer als 10 Millionen sind und fast alle Folgenglieder größer als 200 Fantastilliarden sind. Ja? Also egal, welche Zahl Sie nehmen, fast alle sind größer. Und das ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Folge. Bei der ersten Folge sind fast alle Werte größer als jede Zahl, die Sie vorgeben. Bei der zweiten natürlich nicht. Die liegen ja alle bei 1 und minus 1. Und in dem Sinne können wir das von hier oben noch ein bisschen verbessern und können sagen, diese Folge, die da unten mit den grünen Exponenten, die konvergiert nicht, das stimmt. Wir können aber genauer formulieren, diese Folge divergiert bestimmt gegen unendlich. Also noch dieses bestimmt, wie gesagt, damit ist die Richtung gemeint. Das ist nicht im Sinne von kleine Kindersprache gemeint, von die divergiert, aber bestimmt. So ist das nicht gemeint, ne? Sondern sie hat eine eindeutig erkennbare Richtung. Und natürlich ergibt es auch Sinn zu sagen, das schreibe ich jetzt nicht extra hin, finden Sie im Skript, dass eine Folge bestimmt gegen minus unendlich divergiert. Das ist einfach die andere Richtung. Die Werte werden immer kleiner und unterschreiten jede Grenze in Minusrichtung. Und man schreibt dann auch solche Sachen hier. Das ist auch durchaus üblich, das zu schreiben. Man schreibt sogar manchmal sowas hier.
Aber Sie dürfen bei all diesen Sachen nicht vergessen, ich werde das sicherlich noch x-mal sagen in dieser Vorlesung, dieses Zeichen unendlich ist nicht gemeint als eine Zahl. Es ist nicht etwa so, dass diese umgekippte 8 eine Zahl wäre, die zur Menge der reellen Zahlen gehörte oder sowas. Das heißt einfach nur, diese Folge geht in diese Richtung. Dafür ist das Zeichen üblich. Okay. Was ich Ihnen schon gesagt hatte, ist, diese Folge hier konvergiert nicht und sie divergiert auch nicht bestimmt. Eine Sache ist aber, glaube ich, auch klar, ich schreibe es Ihnen aber trotzdem nochmal hin. Wenn an bestimmt gegen unendlich divergiert, also wenn diese Werte immer größer werden, dann, ja, was gilt denn dann über, was kann ich denn dann über diese Folge sagen? Also ich habe eine Folge, deren Werte immer größer werden und über jede Grenze hinausgehen. Was gilt dann für den Grenz, was gilt dann für den Kehrwert? Ne, das muss dann gegen 0 gehen, genau. Dann ist das hier eine Nullfolge. So, und jetzt mal eine Frage, daran kann man erkennen, ob Sie die Begriffe ganz gut verstanden haben. Ich schreibe Ihnen jetzt mal was anderes hin. Also das stimmt. Wenn an eine Nullfolge ist, und ich schreibe vorsichtshalber mal hin, damit ich das überhaupt machen darf, und fast alle an von 0 verschieden sind, also klassisches Beispiel wäre die harmonische Folge. Das ist eine Folge, die eine Nullfolge ist, aber alle Folgenwerte sind, alle Folgenglieder sind von 0 verschieden. Sowas gibt es offensichtlich. Also wenn ich eine Nullfolge habe, dann konvergiert der Kehrwert gegen unendlich. Also bestimmt, Entschuldigung, dann divergiert der Kehrwert bestimmt gegen unendlich. Stimmt das auch? Kann ich da auch einen Haken hintermachen? Das ist ja quasi die Umkehrung der obigen Aussage. Die obere Aussage sagt, wenn eine Folge gegen unendlich geht, dann geht der Kehrwert gegen 0. Und hier habe ich jetzt gesagt, wenn eine Folge gegen 0 geht, dann geht der Kehrwert gegen unendlich. Stimmt das? Oder fällt Ihnen ein Gegenbeispiel ein? Ja? Mir fällt jetzt kein Gegenbeispiel ein, aber einfach logisch hier hat das zweite ja einen Grenzwert. Das zweite hat ja einen Grenzwert, nämlich die 0. Ja. Ja, aber wir haben hier oben ja auch die Situation, dass das Ding einen Grenzwert hat und das nicht. Also daher springen wir auch hin und her zwischen Grenzwert und Nicht-Grenzwert. Also wenn Sie als Beispiel die harmonische Folge nehmen, dann stimmt das. Die harmonische Folge geht gegen 0. Und wenn ich die Kehrwerte von der harmonischen Folge nehme, der Kehrwert von 1 durch nsn, dann habe ich eine Folge, die gegen unendlich geht. Meine Frage ist, ist das immer so? Kann ich mir, wenn ich irgendeine Nullfolge habe, geht dann die Folge der Kehrwerte immer gegen unendlich? Ja? Können die auch gegen minus unendlich gehen? Guter Punkt. Sie könnte ja auch gegen minus unendlich gehen. Und wenn Sie den Gedanken weiterdenken, dann werden Sie sehen, sie könnte auch gegen gar nichts gehen. Weil, also ich schreibe hier mal hin, gilt nicht. Und ich gebe Ihnen als Beispiel das folgende. Nehmen Sie minus 1 hoch n mal 1 durch n. Diese Folge hier. Die sieht folgendermaßen aus. Sie haben minus 1 plus 1/2 minus 1/3 plus 1/4 minus 1/5 plus 1/6 und so weiter. Diese Folge geht sicherlich gegen 0, aber sie springt immer hin und her. Ne? Das ist eine Folge, die so aussieht, wenn Sie sich die als Bild malen, dass Sie hier in der Mitte die 0 haben und dann haben Sie erst minus 1, dann 1/2, dann minus 1/3, dann plus 1/4, minus 1/5. Also sie kommt der 0 immer näher, das heißt, diese Folge konvergiert offensichtlich gegen 0. Aber sie tut das, indem sie hin und her springt, was ja nicht verboten ist. Wenn Sie jetzt die Kehrwerte von dieser Folge bilden, dann bekommen Sie die Folge minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 5 plus 6 und so weiter. Das heißt, die Folge, die Sie dann bekommen, die sieht so aus, dass
Der erste Wert hier liegt, der zweite da, der dritte hier, der vierte da, der fünfte da, der sechste da. Die springt auch immer hin und her und geht dabei auseinander. Und diese Folge divergiert nicht bestimmt. Denn bestimmte Divergenz bedeutet in eine Richtung eindeutig gehen, in eine bestimmte Richtung gehen. Dieses Ding geht nicht in eine bestimmte Richtung, weil sie gleichzeitig nach da und nach da geht. Darum dürfen Sie das, was da oben steht, im Allgemeinen nicht folgern. Das sage ich Ihnen deswegen, weil ich glaube, dass man an dieser einen Frage sehr genau erkennen kann, ob man die einzelnen Begriffe wirklich verstanden hat. Was heißt genau Konvergenz? Was heißt genau bestimmte Divergenz und so weiter? Ne? Also diese Folge ist ein schönes Beispiel dafür, besser als das mit dem 1 minus 1, dass man etwas hat, was wirklich divergiert und wo es auch keinen Sinn ergibt, zum Beispiel zu sagen, das geht gegen unendlich oder so. Die tut einfach, die divergiert einfach, die macht nichts Vernünftiges. Ne?